society. Die heutige Gesellschaft besteht aus einer Reihe von Institutionen. Angefangen von politischen Institutionen, gesetzlichen Institutionen, religiösen Institutionen, bis hin zu Institutionen der sozialen Klasse, Familienwerten und beruflichen Spezialisierung. Es ist offensichtlich, wie tiefgreifend dieser Einfluss traditioneller Strukturen auf das Bilden unserer Verständnisse und Sichtweisen ist. Von all diesen sozialen Institutionen, in die wir hineingeboren wurden, von denen wir gelenkt und angepasst wurden, scheint kein System als so selbstverständlich angenommen und falsch verstanden worden zu sein wie das Geldsystem, indem sie fast religiöse Züge annimmt. Existiert die etablierte geldliche Institution als eine der am wenigsten in Frage gestellten Formen von Glauben, die es gibt. Wie Geld erschaffen wird, die Strategie, die dahinter steckt. Und wie es tatsächlich die Gesellschaft beeinflusst, interessiert den Großteil der Bevölkerung nicht. In einer Welt, in der 1% der Bevölkerung 40% des Reichtums besitzt. In einer Welt, in der täglich 34.000 Kinder durch Armut und vermeidbare Krankheiten jeden Tag sterben und in der 50% der Weltbevölkerung mit weniger als $2 am Tag lebt. Eine Sache ist klar, da läuft etwas gewaltig schief. Und ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, das Lebensblut aller unserer etablierten Institutionen und dadurch unserer gesamten Gesellschaft ist Geld. Erschaffen werden können, wird klarer werden, wenn wir diese Übung weiterführen.